Die drei wilden Schweine haben wir besiegt und die erste Goldmünze haben wir auch erhalten. Die Mario-Zone ist hiermit beendet. Ab geht's zur nächsten Zone, und zwar die Tree Zone. So, alles klar. Tree Zone, wie der Name schon sagt, befinden wir uns eher in der Natur und wir sind umgeben von Käfern. Ja, viele von denen haben auch Namen natürlich, oder so wie jeder Gegner. Guck mal, ich dachte immer, das ist so ein Mini-Rizeros, aber das ist einfach nur ein ganz normaler Maulwurf, der immer in eine Richtung geht. Und vor diesen Fröschen müssen wir aufpassen, denn sie springen hin und her und wenn sie dann Pause machen, strecken sie ihre Zunge heraus, so wie hier. Flucht, haha, genau so meinte ich das. Okay, ja, in dieser Welt gibt es 5 Level und ein Geheimlevel. Und der Endboss heißt Radonkel. Radonkel. Ich bin schon gespannt auf den Endgegner. Ich habe mich fast treffen lassen. Aber fast ist nicht gleich, dass das auch geklappt hat. Okay, gut entkommen. Beziehungsweise gut entwischt. Und da ist schon mal der Pilz. Jo, wer ist das denn? Tortonato oder wie? Oh, schön, die Glocke ist da. Da haben wir schon mal den Checkpoint erreicht. Nein. Hier müsste irgendwo etwas sein, genau da, eine Feuerblume, nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, wir sind hier in diesem Level umgeben von vielen Gegnern. Kann ich den Kollegen hier mit Feuerbällen bekämpfen? Der müsste doch noch hier sein. Ja, er ist verschwunden. Typisch. Er ist wieder da. Komm heraus. Ah, alles klar, man kann ihn besiegen. So wie bei Super, beziehungsweise in Super Mario Land, gibt es hier wiederum Gegner, die man auch nicht so oft trifft. Hier wie diese Frösche meine ich. Frösche, wo ist denn das R, bitteschön? Frösche, und hier gibt es auch sehr viele Insekten. Hier. Krass. Wie heißt nochmal dieser Kollege? Na, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Bee vielleicht? Die sehen aus wie Bienen. Na, pass auf, lass dich nicht von Tortonato treffen. Ja, ich nenne mal diesen Kollegen Tortonato, weil ich irgendwie gerade an Tortonato denken muss. Okay, da kann ich nur durch in der Miniform. Na, was soll's. Nein, lass dich nicht treffen von den Fröschen. Okay, weiter geht's. Was ist denn das im Hintergrund? Cool. Ja, ich will schon gerne so viele Münzen wie möglich einsammeln, weil wie bereits im ersten Part erwähnt, landen diese ganzen Münzen auf einem Konto, sobald man 100 Münzen hat. Und dann kann man sich halt nützliche Items oder sogar Leben holen. Nein, ich will jetzt darauf, denn ich will gerne die Karotte oder... Ey, komm schon. Ich will die Karotte oder einige Ups zumindest bekommen. Ich habe nur noch 4 Ups. Ey, voll schlecht. Yo, alles klärchen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, wa? Libelle, genau. Genau, Libelle heißt sie. Okay. Jetzt! Nice! Ein One-Up, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hauptsache nicht den Pilz bekommen, weil das Lustige an diesem Spiel ist, wenn du zum Beispiel in der Hasi-Form bist... Und dann hier in der Bonusrunde teilnimmst und dann den Pilz bekommst, dann verwandelst du dich zu Super Mario. Naja, Super Mario ist ja die zweitschlechteste Form. Die schlechteste Form ist ja die Mini-Form. Kommt natürlich drauf an, in welchen Situationen. Hey, was ist das denn für eine Kuh? Fischkuh oder wie? Ochsenfisch. Ja, genau. Ja, sorry Leute, es kann sein, dass ich auf die Namen nicht sofort komme, weil... Ich habe sie mir nur einmal die Namen habe ich mir einmal nur durchgelesen. Oder beziehungsweise die Namen habe ich nur einmal kurz angelesen. Eigentlich wollte ich mich eher auf die Level und die auf die Geheimlevel konzentrieren. Oh, noch ein Up. Schnell. Ey, das kann's nicht sein. Ich will den haben. Ich beeil dich. Ey, was ist hier los? Wo ist der Up? Nein. Cool. Ja, cool. Herr David. Oh, hier ist ein Block. Ja, gut, dass das so passiert ist, weil diesen Block habe ich nicht wahrgenommen gehabt. Oh, eine Feuerblume. Ja, nehmen wir mit. Leider ist das nicht so wie bei Super Mario World, dass wenn man ein zweites Item bekommt, dass man es als Ersatz für später aufheben kann. So ist das nicht hier. Alleine schon die Melodie. Die Melodie ist hier eigentlich so wie die Melodien aus den anderen Leveln, aber irgendwie so auf Schleiching-Style. Krass, was man
so mit den selben Melodien machen kann, wenn man etwas an den Geschwindigkeiten tut. Oh, was ist das? Ist das so ein Parakäfer? Nein! Explodier doch nicht jetzt. Okay, jetzt meinetwegen, aber bitte nicht jetzt, denn ich habe nur noch, naja, nur ist vielleicht übertrieben, aber ich habe halt 6 Ups und ich will schon mindestens 10 Ups haben, dann fühle ich mich ein wenig erleichtert. Genau, hier in diesem Level gibt es auch einen Geheimlevel, ich meine einen Secret Exit. Den werden wir auf jeden Fall suchen. Ist ein bisschen schwierig, da hinzukommen, aber ist schon machbar. Man muss einfach nur in der Hasi-Form sein. Yeah, sehr schön, Karotte. Okay, hier müssen wir wohl durchfliegen. Oh, oh, kriegen wir alle Münzen? Ding, 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 ding. Und noch die und... Au. Ey, rauf auf ihn. Nein. Hä, ich dachte, ich kann einfach mal so jumpen, aber nein. Toll, ey, was soll's. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir durch eine Röhre müssen. Weil dann haben wir den Secret Exit. Ey, verdammt. Nur ich weiß nicht, wie das in diesem Spiel ist, ob man so ein Level zweimal spielen muss, damit man den normalen Ausgang hat. Ich werde das aber, glaube ich, so machen. Ach, nö. Nein. Ey, was ist denn das? Das ist voll komisch hier eingebaut. Aber nicht meckern, sondern machen. So, genau. Wir gehen. Da ist ein Block. Ich guck mal nach, was da ist. Oder was da sind. Oh, ein Pilz. Och, nö. Oh, oh, okay, der Pilz ist noch... Ey! Schade, dass es hier den Wandsprung nicht gibt. Schade, schade, schade. Eben bin ich von unten gegangen und jetzt habe ich einen anderen Weg genommen. Ey, das ist voll nervig mit diesen Dingern. Ey, hör doch auf, ich habe jetzt schon 2 Ups verloren. Auf ganz unnötig. Oh, nee, ey. Ich glaube, ich gehe nochmal von hier unten. So. So. Erstmal die Karotte nehmen. Kann ich wieder da durch? Krass, geht. Aber ich will dennoch erstmal hier von hier ausgehen. Ey, das ist voll eklig, in diesem schleimigen Zeug drin zu sein und da rauszukommen. Ey! Ey, das kann's doch nicht sein. Ich will da jetzt rauf, endlich. So, schnell, 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 schnell. Ey. Nein, ich dachte... Ach, verdammt, ich dachte, ich bin noch am Fliegen, aber da habe ich wohl falsch gedacht. Schön, dann nehmen wir erstmal den ab wieder mit. Och nö, ey, ich spiele so schlecht. Kann's nicht sein. Aber egal, ich zieh's durch. So, dann nehmen wir mal die Abkürzung hier, anstatt dass ich da von unten die ganze Zeit versuche zu gehen. Ja, hier muss man permanent drücken. Nicht gedrückt halten, sondern wirklich drücken. Okay, 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 okay. Da ist eine Röhre, sehr gut. Okay. Ey. Ich dachte schon. So, hier ist der normale Ausgang. Ja, okay. Dann machen wir das erstmal so. Ey, komm. Och man, das ist so brutal nervig, Leute. Och nö. Ich dachte, ich habe die Glocke berührt. Oh, in der Hasi-Form wäre das genial. Ja, sehr gut. Ja, vielleicht sollte ich nicht immer auf den Display von OBS schauen, sondern auch mal auf den Display von Emulator. Ich meine das. Okay, so. Drei Ups, drei Ups, drei Ups. Ja, sehr gut. Da, 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 da.
Geil. So, dann habe ich wieder die Ups zurückbekommen, die ich einfach mal so verloren habe. Genau, Leute, das ist der richtige Weg, beziehungsweise der Weg, der uns zum nächsten Level führt. Jetzt müssen wir diesen Level noch einmal spielen, denn ich weiß auf jeden Fall, dass hier ein Secret Exit ist. Und dort, wo wir eben das Ziel erreicht haben, dort müssen wir einmal oben links abbiegen. Denn oben rechts gibt es wiederum einen Secret Exit. Oh, Pilz, sehr gut. Hey, bleib hier, geh nicht weg. Okay. Ja, schön. Hier gehen wir auch nochmal hin. Geil. Noch ein Up. Ja, ich habe 10 Ups. Ey, Mario, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Okay. So. Nehmen wir mal mit hier die Feuerblume, damit wir die Ochsenfische gleich erledigen können aus der Distanz. Wenn wir natürlich den Fisch treffen. Wow. So. Irgendwo muss doch wieder dieses schleimige Zeug kommen. Wo wir einfach nur uns runtergleiten lassen. Okay. So. Also, so einfach ist dieser Level auch nicht, oder? Naja, schwer ist das auch nicht. Man muss eigentlich nur hier mit diesen schleimigen Dingern hier zusammenarbeiten und dann kommt man eigentlich relativ gut voran. Ich sag die ganze Zeit schleimige Dinger. Hey, hör doch auf! Ist das aber überhaupt etwas Schleimiges? Auf mich wirkt das so. So, wartet mal, hier war ja nochmal was. Oh, voll Psycho. Schön. So, alles was wir tun müssen ist, in der Hasi-Form zu bleiben. Und wie ihr bereits gesehen habt, war das nicht so einfach. Oder wartet mal, ich gehe einfach von hier aus. Ich muss ja nicht unbedingt von da gehen. Ich hoffe, von hier geht das auch. Sind die Ochsenfische wieder da? Nein. Okay. Schön, dann können wir auch auf entspannt die Münzen nehmen. Ey, ey, bloß nicht da reinfallen. Ach, ganz ehrlich. Nee, ich verzichte nicht auf die Münzen. Warum auch? Ey, komm, rauf da, sehr gut. Ah, ich kann einfach über diese schleimigen Dinger rüberspringen, sehr gut. Und, sehr gut. Oh, noch ein Block. Was ist hier drin? Eine Blume? Dann nehme ich die nicht. Nö. I don't need that flower. Yo. Hoffentlich mache ich das richtig. Vielleicht hätte ich ja doch den anderen Weg nehmen sollen. Aber da war das bisschen tricky, komplett rüberzukommen. Ah, ich glaube, wir sind richtig. Ja, das ist doch cool. Nice, so, hier müsste irgendwo eine Tür mit einem Stern sein. Nice. Nice one. So, da ist der... ja, der Bonus-Level. Der Geheim-Level. Hier kann man, wozu gibt es hier diesen Bereich? Kann man darauf? Ja, so. Was haben wir hier? Nee, Blumen brauchen wir nicht. Cooper nehmen wir mal mit. Kann man auch von da unten lang? Ja, natürlich. Cooper geht ja da vorbei. Ja. Ah, nee, aber wir müssen da auf diese Hügel rauf. Ah, ich will mich jetzt nicht von Cooper treffen lassen, Leute. Ich will die Hasi-Form nicht verlieren. Mann, die Melodie macht so gute Laune. Ja, auf solche Spielmelodien komme ich relativ gut klar. Yo, nice. Wir können hier lang gehen. Wir können aber auch da unten lang gehen.
Was ist hier drin? Da ist ein Ab und das geht ab. Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Wie viele Münzen kann ich eigentlich hier einsammeln? 999, glaube ich. Ja, weil ich hatte mal irgendwo auf einem Bild oder in einem Video gesehen, dass wenn man sein Konto entleeren möchte, also sich ein paar Sachen kaufen will, landet man auf einmal in so einem Bereich. Da gibt es, glaube ich, drei Röhren. Da steht 50, 100 und 999. Irgendwie so. Noch ein Ab, ey, was für ein geiles Spiel ist das? Gibt es hier unten was? Etwas, was ich vielleicht verpasst habe? Was passiert, wenn ich alle Koopas treffe? Nee, ist alles okay. Dann gehen wir mal wieder dahin, wo wir eben waren. Ey, komm Mario. So, rauf da. Nice. Cool, ein weiterer Level ist hiermit zu Ende gegangen. Ja, hier konnte man anscheinend viele Münzen und Ups bekommen. So, weiter geht's mit diesem Level. Ah, hier kam... Achso, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann gehe ich wieder runter. Ah, okay. Hier gibt es zwei Level. Es reicht eigentlich, wenn ich ein Level spiele, aber wir spielen auf jeden Fall beide. Oh, geil. Gut, dass wir in der Hasi-Form sind. Ja, Leute. Hier gibt es auf jeden Fall viele Insekten zu sehen. Nein, verdammt. Verdammt, das regt mich gerade auf. Nur weil ich kurz nachdenken wollte, wie diese Ameise heißt, habe ich die Hasi-Form verloren. Nee, ey, das kann's nicht sein. Das tut voll weh. So, nehmen wir erstmal die Feuer... Oh! Oh, schade, ich habe den Ab nicht erreicht. Cool, ich wusste gar nicht, dass da ein Block ist. Nein, ich kann nicht mehr fliegen. Das darf ich nicht außer Acht lassen und die ganze Zeit hier irgendwie auf A drücken in der Luft und denken, dass ich fliege und auf einmal falle ich da in die Schlucht rein und denke mir, hä? Kann ich da rein? Nö. Ja, diese Pflanze kennen wir ja bereits. Piranha-Pflanze. Mann, Antotto, nur weil ich herausfinden wollte, wie du heißt, habe ich die Hasi-Form verloren. Und ich glaube, hier könnte ich diese Form relativ gut gebrauchen, denn ich befinde mich hier auf Blättern. Oh, noch ein Ab. Ey, was ist das für ein geniales Spiel? Nee, ich komme da nicht hoch. Oh, die Platten, die fallen runter. Komm her, komm her. Fallhummel. So heißt, glaube ich. So heißen diese Kollegen hier. Aber für mich sehen sie eher aus wie Vögel. So, naja. Ich sehe. Nein! Okay. Oh, geil! Ich hab's mir gedacht. Ich dachte, warte mal, warum sind hier Blöcke? Hier gibt es bestimmt irgendetwas. Hier ist bestimmt irgendetwas versteckt. Ey, das kann's doch nicht sein. Ich hab gerade die Karotte bekommen und so schnell habe ich sie verloren. Ey, das ist doch heftig. Ich meine, das war die Gelegenheit. Was sollte das jetzt? Ganz ehrlich, was sollte das jetzt? Ey, wie kann es sein, dass dort ein Ab versteckt ist und ich nur deswegen runtergefallen bin? Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Ach, hier war die Karotte. Aber nun... Ist es History. Geh weg. So. Krass, ey. Was machst du da, Block? Gibt es hier noch einen Block vielleicht? So. So, warten wir erstmal auf die Platte. Ich glaube, wir sind relativ weit gekommen und ich will mir das jetzt nicht kaputt machen. Ey, Glocke. Oh, knapp. Dit. Nice one. So. Jetzt ist es mir relativ egal, was ich bekomme. Aber Hauptsache kein Pilz. Ja, was für ein widersprüchlicher Satz. Mir ist es egal, was ich bekomme. Hauptsache kein Pilz. Oh, boah, schade, ey.
Schade. Ah, gut, dass ich einen Popschutz habe. So. Okay, das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich zum letzten Level gehen. Aber nein, Leute. So geigt das hier nicht. So geht das nicht. Den Level nehmen wir auch nochmal wahr. Vielleicht werde ich später bereuen. Aber wenn ich diesen Level erfolgreich abgeschlossen habe, dann fühle ich mich so, als würde ich reichlich an Dopamin ausschütten, weil ich etwas hingekriegt habe. Okay, ey. Hallo, Biene. Killerbiene. Genau. So heißen die Kollegen hier. Ja, nett, ne? Münzen. Oh nein, verdammt. Und hier müsste ein Pilz sein jetzt. Nein, nicht mal ein Pilz. Was ist das denn für ein Kollege? Er erinnert mich stark an Steinblock. Ey, das kann's doch nicht sein. Wieso habt ihr hier keine Pilze versteckt? Da vielleicht. Ey, das ist nicht mehr feierlich. Hä? Hä, was war denn los? Ich hab doch... Okay, das sah eben so aus, als hätte ich seine Schulter getroffen, aber reicht das nicht aus? Ach, jetzt muss ich wieder von vorne machen. Wieso gehe ich eigentlich von hier oben? Ich könnte auch von da unten gehen. Aber gut, dann ist das so. Komm her, Killerbiene. Boah, du bist aber langsam. In Wirklichkeit seid ihr schneller. Ey, was? Hä? Ich verstehe das nicht. Oder kann ich ihn in der kleinen Form nicht bekämpfen? Liegt es daran? Ich glaube, ich muss in der größeren Form sein. Das irritiert mich gerade ziemlich. Falls einer von euch weiß, woran das liegt, schreibt das sehr gerne in die Kommentare rein. Oh, nice, Mann. Ich bin so ein Idi. Ich hätte von Anfang an hier hingehen sollen. Aber nein, ich hab's nicht getan. Denn ich bin verplant. Ey. Mann. Das ist doch nicht mehr feierlich. Was ist das für ein crazy Level hier? Okay, dann nehme ich wenigstens die Münze mit. Ey. Gut, dann mache ich das so. Ich gehe einfach da unten durch und bekämpfe sie gar nicht. Ey. Oh, ich habe fast die Bienenlarve von hinten berührt. Hätte ja sein können, dass da irgendetwas versteckt ist. Oh, voll nett. Aber gut, diesmal sind wir hier durch. Oh, was ist das denn für einer? Ist das so ein Kampfkäfer? Ah ne, ich glaube, die Kampf... Ein Kampfkäfer haben wir schon vorhin gesehen. Boah, was war das denn? Ach schade, ich kann mich nicht drehen hier. Nee, das bringt gar nichts jetzt hier zu weinen. Überhaupt nichts. Ich wäre echt ausgeflippt, wenn jetzt mich die Bienenlarve hier besiegt hätte. Muss ich eigentlich hier durch die Röhren? Ah, komm her, komm her, komm her, komm her. Ach nein. Man kann da durchspringen, geil. Ja, jetzt will ich gerne wissen, was sie hier in diesen Blöcken versteckt halten. Ey, komm, komm. Och nö. Das war unnötig. Ganz ehrlich, einmal mache ich das noch, weil ich finde das relativ interessant hier gerade. Och, Münzen. Boah. Och nein, ey. Von wegen Styler. Noob. Richtiger Noob hier am Start. Ja, dann probiere ich nochmal die andere Seite aus. Vielleicht kriege ich hier nochmal einen Pilz. Ey. Tada. Komm her, Bienenlarve.
Nee. Bisher habe ich noch keinen Pilz gefunden. Wäre schon nice, wenn ich noch mal einen Pilz bekommen könnte. Oh, ein Stern. So, jetzt losdüsen. Kommt alle her, kommt alle her, kommt alle her. Ist mir egal, wer. Ah, rechtzeitig noch die Glocke erwischt. Hä, sind das Eier? Was ist das denn? Sind das Samen oder wie? Eibert, genau. Eibert heißen die Dinger. Eier mit Gesichter. Okay. Nein, das war falsch, das war schlecht. Hey, hier ist noch ein Stern. Was geht denn ab hier? Okay, da ist die Glocke. Ach nö, ey. Oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber ich will noch hier einige Sachen abchecken. Vielleicht gibt es irgendwas. Ey, gibt es hier irgendwo einen Block? Ja, schön. Der muss ja sein, ne? Weil wie soll ich sonst die Glocke da bekommen? Very, very nice. So. Oh, was soll's. Noch ein ab. Okay, gut. Kann man immer gut gebrauchen. Okay, Leute. So, jetzt geht es zum letzten Level. Wir haben 12 Ups, das ist gut. Oh, okay. Oh, eine Blume. Oh ne, okay. Hier waren ja eben Blöcke. Auf die müssen wir rauf. Hey, der Level gefällt mir irgendwie. Ich muss irgendwie gerade stark an Super Mario World denken. Aber ich krieg irgendwie nicht genug von diesen Mario-Spielen, Leute. Ich weiß nicht warum, aber die machen so gute Laune. Hey, du no Eule hier, komm mal bitte her. Ja, danke für den Transport. Boah, geil. Diese Löwen wollte ich schon sagen. Diese Eulen sind voll cool. Okay. Ich frage mich, was da in dem Block drin ist. Auch nur eine Münze oder? Na, ich glaube schon, weil das wäre ziemlich brutal, wenn da eine Karotte wäre. Ja. Auf die Wolke. Jindo John. So, schön. Warte, gibt es da oben was? Na, ich will ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es ja hier interessante Sachen. Nein, hier gibt es keinen Block. So, warten wir wieder einmal auf die Platte. Taxi! Ba-ba-da. Ja, immer auf die richtigen Knöpfe drücken. Oh, geil, eine Karotte. Ist das nicht nice? Da-da-da. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und springen. Ich will unbedingt wissen, was oh, hier drin ist. Oh, geil, ein Up. Das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Nein. Okay. Nochmal. Warte mal, kann ich mich nicht drehen, wenn ich die Karotte zu mir genommen habe? Ist ja interessant. Ernsthaft? Boah, was war das denn für ein Monstersprung? Ich will unbedingt wissen, was in den Blöcken sind. Na egal, was soll's, dann verzichte ich einfach drauf. Schon ein bisschen komisch hier. Oh, ah, okay, sehr gut. Dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Wolke, ich brauche einmal deine Unterstützung.
So, ich hoffe, ich mache keinen blöden Fehler gerade. Ja, sehr gut. Oh. Da ist Radonkel. Der sieht ziemlich genervt und wütend aus. Wie bekämpfe ich ihn jetzt am besten? Bestimmt auf seinen Kopf raufspringen, ne? Hier bin ich, Kollege. Oh, ich darf mich jetzt nicht von ihm so schlecht treffen lassen, ey. Ey, ich glaube, ich sollte nicht fliegen. Was passiert jetzt? Ey, wird er auch schneller irgendwie? Ey, komm schon, das kann's doch nicht sein. Oh, ich habe keine Lust, mich von ihm treffen zu lassen. Ey, wieso nervst du mich denn so? Ja, gib ihm. Ich dachte, komm, bleib mal ein bisschen oben. Nice one. Da ist die zweite goldene Münze. Schön, wir brauchen noch 4 Goldmünzen. Wario, warte ab. Ich bin bald da. Okay, Leute. Das war hoffentlich lustig. Also ich fand das relativ entspannt. Ich hoffe, ihr auch. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao, Leute.